Meine Damen und Herren, es ist schön, dass Sie diesjährigen Klopstock-Preisträger nun als Botschafter unseres Kulturlandes Sachsen-Anhalt in Brüssel zu hören sein werden. Sie vermitteln dort eine lebendige Vorstellung von der Vielfalt und weitreichenden Tradition unserer Gegenwartsliteratur. Dafür bin ich Josephine von Blütenstaub und Clemens Meyer sehr dankbar. In Büchern spiegelt sich unser Leben, unsere Geschichte und unsere Kultur. Die Literatur eröffnet ein über die Generationen hinwegreifendes Gespräch, denn Literatur braucht den Leser. Ohne Menschen, die Bücher zur Hand nehmen, bleibt auch das Büchermachen sinnlos. Schreiben und Lesen stiften eine Gemeinschaft. Wir alle sind Teil dieser Gemeinschaft. In diesem Zusammenhang steht auch unser Klopstock-Preis. Er würdigt schöne und ausdrucksstarke Bücher und gibt damit immer auch eine Leseempfehlung, die nur noch in Brüssel aufgegriffen werden soll. Literaturpreise schlagen immer auch Brücken. Das wird bereits durch den Namen Klopstock überaus deutlich. Der 1724 in Quedlinburg geborene Dichter gehört zwar dem Zeitalter der Aufklärung an, ließ sich aber keineswegs von der Vernunftgläubigkeit vieler seiner Zeitgenossen überwältigen. Klopstock versuchte, die Empfindsamkeit gegen die kalte Ratio zu behaupten. Er suchte nach einer Innerlichkeit, mit der man der eigentlichen Beschaffenheit einer Sache oder eines Wesens erst auf die Spur kam. Das kann auch für uns heute Anregung und Herausforderung gleichermaßen sein. Ich wünsche Ihnen mit unseren Klopstock-Preisträgern des Jahres 2020 einen unterhaltsamen literarischen Abend. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Josephine von Blütenstaub, lieber Clemens Meyer, lieber Alexander Suckel, ich freue mich sehr, Sie heute zu unserer ersten virtuellen Lesung begrüßen zu können. Wir hätten uns natürlich noch mehr gefreut, wenn wir Sie heute hier vor Ort bei uns in Brüssel in unserem schönen Veranstaltungssaal hätten begrüßen dürfen. Aufgrund der allen bekannten pandemiebedingten Umstände ist dies leider nicht möglich. Umso mehr freuen wir uns, dass das Literaturhaus Halle es ermöglicht hat, die Lesung dort stattfinden zu lassen. Und wir freuen uns sehr über den Vorteil dieses Formates, denn auch so können wir nicht nur die Leute hier vor Ort in Brüssel, sondern überall in Sachsen-Anhalt, aber auch europaweit erreichen. Das Thema unserer virtuellen Lesung ist 30 Jahre deutsche Einheit. Die deutsche Einheit verbinden wir mit dem Heben des Eisernen Vorhangs, mit dem Fall der Mauer, mit Menschen, die sich am Brandenburger Tor lachend und fröhlich in den Armen liegen. Noch heute ist es so, dass wir nicht nur diesen Tag feiern, sondern auch im Täglichen häufig Situationen haben, wo wir denken, diesen wunderbaren Menschen hätten wir nicht getroffen, wenn dieses damals möglicherweise doch undenkbare Ereignis nicht eingetreten wäre. Oder dass wir Menschen in den Arm nehmen können, die es möglicherweise gar nicht gegeben hätte, wenn die Mauer nicht gefallen wäre. Die digitale Technik eröffnet uns heute eine Vielzahl von Möglichkeiten. Wir können zeitversetzt fernsehen, wir können Podcasts hören, wir können uns Spezialeffekte in Kinofilmen ansehen. All dies ist beeindruckend, wird jedoch nie übertroffen von der Macht des Zuhörens, von der Macht des Lesens, von der Macht unserer eigenen Vorstellungskraft. Aus diesem Grunde wollen wir heute beide Aspekte zusammenbringen mit unserer virtuellen Lesung. Wir danken sehr der Josephine von Blütenstaub und dem Clemens Meyer, dass sie sich dazu bereit erklärt haben, heute im Literaturhaus Halle zum Thema ihre Texte darzubieten. Und ich lade alle ein, sich zurückzulehnen und einfach entspannt zuzuhören und die eigene Vorstellungskraft wirken zu lassen. Im Anschluss an die Lesung wird Herr Alexander Suckel, der Leiter des Literaturhauses Halle, den Autoren Fragen stellen und zu den Texten und auch zum Thema 30 Jahre deutsche Einheit an sich sprechen. Hierbei wünsche ich Ihnen viel Spaß. Sie können sich auch selber einbringen, indem Sie über die Slido-Box Fragen oder Kommentare an Herrn Suckel senden, der versuchen wird, Sie in das Gespräch einzuflechten. In diesem Sinne wünsche ich einen wunderschönen, unterhaltsamen Abend. So,
Und jetzt wir. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Willkommen hier im Literaturhaus Halle und einen herzlichen Gruß aus dem Literaturhaus Halle. Herzlich willkommen vor allem zur ersten tatsächlichen Hybridveranstaltung mit Live-Publikum hier vor Ort, mit Livestream und so Sie wollen auch zum Nachschauen in den nächsten Tagen als Aufzeichnung im Netz. Zwei Preisträger zu Gast. Josephine von Blütenstaub, Clemens Meyer, Förderpreisträgerin, Klopstock-Preisträger des Jahres 2020. Wir haben es gehört, eigentlich sollte die Veranstaltung in Brüssel stattfinden. Nun ist es Halle geworden. Auch nicht schlecht. Ist gut, ne? Man kommt auch rechtzeitig wieder nach Hause. Diese Veranstaltung steht ein bisschen im Windschatten des 3. Oktober, des 30. Jahrestags der Deutschen Wiedervereinigung. Ein Nachdenken über 30 Jahre Wiedervereinigung schließt immer ein, auch ein Nachdenken darüber, wer wir sind, was wir geworden sind. Also sprich ein Nachdenken über die Folgen, was in all diesen Jahren passiert ist. Und damit sind wir tatsächlich auch schon in der Gegenwart angelangt. Sie beide haben neue Texte mitgebracht, aus denen wollen wir hören, über die wollen wir sprechen. Nochmals, herzlich willkommen, Josephine von Blütenstaub und Clemens Meyer und vor allem herzlichen Glückwunsch zum Preis nochmal. Wir beginnen mit der Dame, Josephine von Blütenstaub. Sie sind in Magdeburg geboren. Das möge Ihnen heute aus Hallenser Sicht ausnahmsweise verziehen sein. Sie leben in Leipzig, sind dort 2017, wenn ich es recht in Erinnerung habe, Stadtmeisterin im Poetry Slam geworden. Sie kommen aus dieser Szenerie, aus dieser Szene des Poetry Slams, die ja vor allem so eine orale Form der Vermittlung von Literatur ist, des Erzählens auf der Bühne. Ganz simpel erstmal, ich gehe mal davon aus, das ist der erste Literaturpreis, den Sie erhalten haben. Ja. Was war das für ein Gefühl? Es war sehr verrückt. In dem Moment habe ich noch an meiner Masterarbeit geschrieben und es war gerade Lockdown, als der Anruf kam. Und ich habe gleichzeitig gelacht und geweint, also geweint vor Erleichterung und weil ich es nicht fassen konnte. Und gelacht, weil es auch Preisgeld gab. Was nicht schlecht ist in diesen Tagen. Wir sprechen tatsächlich mit vielen Autoren, die in diesen Zeiten zu Gast sind bei uns, über diese Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Den Lockdown, Sie haben es gerade erwähnt. Clemens Meyer, so Schriftsteller, die arbeiten, sind ja immer in so einer Art Lockdown, wenn sie schreiben. Anders ist es, wenn ein Buch gerade herausbekommen ist. Und wir haben sehr viele Autoren gefragt, die gerade ein neues Buch auch tatsächlich auf den Markt geworfen haben, die sehr darunter gelitten haben, also unter dieser mangelnden Wahrnehmung, unter ja, den Mangel an Veranstaltungen. Wie ist es Ihnen eigentlich ergangen in diesem letzten halben Jahr? Im Frühjahr ging das ja los, da hatte ich kein Buch, also die Buchmesse fiel aus und es blieb für mich eigentlich folgenlos, außer dass ein paar Veranstaltungen nicht stattfinden konnten und es dann so langsam finanziell eng wurde, weil man ja dann doch mehr oder weniger vom Tagesgeschäft lebt. Und Moderation, die ich gemacht hätte, also andere Kollegen moderiert bei Lesungen, das mache ich auch sowas hin und wieder, das fiel aus, dann sind die ganzen Tageshonorare weg und Lesungshonorare und das hat man schon gemerkt. Und ich schrieb an dem Buch, arbeite immer noch dran, werde auch wahrscheinlich das ganze nächste Jahr noch dran arbeiten, an dem Roman und habe dann aber gedacht, naja gut, jetzt kannst du dich hinsetzen und in Ruhe weiterarbeiten, tut sich ja nichts und die Welt scheint still zu stehen, aber das war dann ein Irrtum, es ging nicht richtig, weil wenn die ganze Welt still steht, das ist komisch, sonst ist man es gewohnt, dass man selbst sich irgendwo einschließt und alle Menschen machen normal weiter und man selbst ist so ein bisschen asozial
und schreibt und schreibt und kümmert sich nicht um Tag und Nacht. Und plötzlich waren alle Leute zu Hause und waren in ihren Wohnungen. Das hat mich verstört. Und so ging es dann doch nicht so voran, wie ich dachte, leider. Wir kommen darauf zu sprechen, was in dieser Zeit entstanden ist und, wie Sie selber sagen, noch eine Weile dauern wird oder vielleicht jetzt noch ein bisschen noch länger dauern wird. Josefine, ich sagte es gerade, Sie kommen aus dieser Poetry Slam Szene, gleichwohl ist ja ein Band von Ihnen erschienen. Ein kleiner Band, dem Umfang nach kleiner Band, Nachtschatten, Gewächs, Bühnentexte und Kurzgeschichten. Es sind eher so Miniaturen, randständige Figuren, Abgründigkeiten, Verzweifelte. Man hat oft das Gefühl, es sind sehr biografisch, autobiografisch geprägt. Texte, ist das tatsächlich auch so ein bisschen so der Impuls des Schreibens bei Ihnen, etwas tatsächlich aus dem eigenen, aus dem ureigensten Erleben heraus zu Papier und vor allem natürlich in Ihrem Fall auf die Bühne zu bringen? Nee, würde ich jetzt nicht sagen, dass das der Impuls ist. Ist vielleicht eher, also vieles, was ich beobachtet habe. Nicht alles ist autobiografisch, manches, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich schreibe eigentlich eher, um für mich selber nachdenken zu können. Und wenn ich irgendwelche komischen Gestalten sehe, die ich spannend finde, dann schreibe ich das halt auf und mache daraus eine Geschichte, weil das kann ich und viel anderes nicht so gut. Es gibt in der Autorenbeschreibung oder in diesem, was wir immer den Waschzettel nennen, die schöne Formulierung: Ich habe einen mittelmäßigen Humor und eine starke Pollenallergie. Ist das sozusagen ein Grund zu schreiben? Nee, das war bloß wegen des Künstlernamens von Blütenstaub. Fand ich witzig. Sie haben einen Text mitgebracht, einen Auszug aus einem Roman, an dem Sie arbeiten. Und bevor wir vielleicht darüber reden, wäre es doch schön, wenn wir daraus etwas hören könnten. Ja, gern. Also ich habe genau vor einem Jahr fand so ein Autorinnentreffen, eine Autorinnentagung vom Friedrich-Bödecker-Kreis statt, am 9.11. an dem Wochenende, wo es sich 2019 ja 30 Jahre es her war, dass die Grenzen geöffnet wurden. Und daraus ist auch eine Anthologie entschieden, Novemberland, also herausgegeben vom Friedrich-Bödecker-Kreis. Und da bei dieser Werkstattlesung hatte ich auch schon einen ersten Romanschnipsel vorgelesen, der dann auch in der Anthologie gelandet ist, den ich jetzt auch vorlesen möchte. Ich lese ihn aber vom Zettel, weil ich aus dem Buch immer ungerne vorlese. Mit Zetteln kann man besser gucken. Genau, und das ist ein Auszug aus meinem Roman, an dem ich auch immer noch schreibe, jetzt vermehrt schreiben kann. Aber er funktioniert auch so für sich. Und ich habe ihn mitgebracht, weil es auch so ein bisschen, um das Thema Reisefreiheit aufzugreifen, was ja damals schwierig war und heute wieder schwierig ist, und um das so ein bisschen zu vereinen, genau, geht es um Reisen in diesem Auszug. Der Urlaub, die große Ausnahme. 2 Wochen im Jahr Familie spielen. 2 Wochen der Sommerferien, Vater, Mutter, Kind. Kein "Ich fahre jetzt", keine Ehefrau, keine andere Familie, zu der Vater flüchten kann. So viel Zeit am Stück miteinander wie sonst nie. Jedes Jahr fuhren wir in eine andere Burg von Hotel, Doppelbett, Doppelzimmer samt Zustellbett, Flughafentransfer, wenige Gehminuten zum Strand, ein Pauschalreisentraum. Obwohl Vater uns durch jede Sehenswürdigkeit schleifte, die der Touristenurt und Umland hergaben, sind mir doch die Streitereien meiner Eltern am deutlichsten in Erinnerung geblieben. Manchmal begann es schon zu Hause, wenn Vater uns abholen kam und Mutter spät dran, noch nicht fertig gepackt. Das war ja klar, mal wieder typisch, dumme Kuh, Sabine, du Trantüte. Kein Urlaub ohne Riesenkrach, dem das Schweigen folgte. Unsere stille Reisebegleiterin auf den belebten Strandpromenaden, in den Billigshops, beim Hotelbuffet, in brüllend heißen Mietwagen. Immer wurde mir schlecht, immer war die Klimaanlage kaputt und immer dieser süße, chemische Geruch von Duftbaum, Textilreinigungsmittel und unbenutztem Plastik. Dazwischen die Stille.
Wenn Vater die Serpentinen hinabraste, um rechtzeitig zur Buffet-Eröffnung um 18 Uhr zurück im Hotel zu sein und ich mich übergeben musste, brach auch das Schweigen. Vater fluchte und schimpfte, Mutter ergriff für mich Partei, stellte sich am Straßenrand schützend vor mich und meine Kotze und plötzlich war ich in ihren Streit verwickelt, hat sie mir unfreiwillig das Lager gewählt, weil ich mit meinem Gekotze den väterlichen Fahrstil tadelte. Und zugleich hatte Vater auch für mich nichts weiter als Verachtung übrig. Nachdem er mich abfällig gemustert, mit grafitgrauen Augen durchbohrt hat, als ärgere ihn meine bloße Existenz, ein enttäuschtes Kopfschütteln, als bereue er es, Mutters flehentlichen Kinderwunsch nachgegeben zu haben. Mutter irgendwo zwischen Trotz und Selbstmitleid gefangen. Der leere Blick, als wäre sie gar nicht da, nicht mehr, als hätte sie nur ihren Körper hier bei uns vergessen. Unerträglich, ihre Abwesenheit kaum auszuhalten für mich. Meine heimlichen Aufheiterungsversuche, Zuneigungsbekundungen. Da stehen wir im Aufzug nebeneinander, da streift mein Unterarm den ihren, so sacht, als wäre die Berührung zufällig, damit Vater dies nicht als Verschwörung gegen seine Person werten, bloß kein Anlass zum erneuten Aufkochen des Streits liefern, bloß nicht. Nur wenn Vater außer Sichtweite, ein kurzes Auftauchen aus ihrer Lethargie, dann lächelte sie traurig, streichelte mir unbeholfen über die Wange, die größtmögliche Zärtlichkeit in Zeiten der Stille. Dazu die vor Mitleid überlaufenden Rehaugen, ei, ei, mein Kindchen, was tun wir dir nur an? Die hohen Wellen in einer Bucht von Mallorca. Ich sehe Mutter mit ihrem blauen Badeanzug am Strand, die Hände um den Mund gelegt. Sie ruft, schreit den Namen meines Vaters, sie hüpft, rennt bis zu den Knien rein, hüpft und winkt wie eine Wahnsinnige, verrückt vor Angst. Dann ergreift mich eine Welle, drückt mich unter Wasser, presst mir die Luft aus der Lunge. Ich wirble umher, puste und schlucke, überschlage mich und verliere die Orientierung, dann brennende Schmerzen am Kopf. Ich werde nach hinten gezogen, an den Haaren an die Luft gezerrt, die Hand meines Vaters lässt los, ich ringe nach Luft, ein Schlag auf den Rücken, ich spucke Wasser und Rotz. Komm, Brust schwimmen, mach schon, befiehlt Vater und ich führe aus. Bewege die Gliedmaßen, die eben noch wie Wasseralgen im Seegang schaukelten, bis ich Sand unter den Füßen spüre. Drei weitere hohe Wellen reißen mir die Beine weg, Knie schaben über den Sand, die Nase brennt vom Salzwasser, dann bin ich am Ufer, dann schließt Mutter mich weinend in die Arme, um gleich darauf Vater anzuschreien. Du Mistkerl, dreckiges Arschloch, sie wäre fast ersoffen. Sabinchen regt dich ab, sie kann doch schwimmen. Er sieht mich streng an. Jetzt der Moment, für ihn Partei zu ergreifen, zu zeigen, dass er im Recht, dass doch alles kein Problem. Ich wische mir die heißen Tränen und den Rotz, der mir aus der Nase läuft, aus dem Gesicht und stolpere unter Mutters prüfendem Blick zum Handtuch, noch immer außer Atem. Bloß keine Schwäche zeigen. Ich trinke einen Schluck von dem nach Chlor schmeckenden Mineralwasser und verbuddle die Füße im Sand. Im Tunesienurlaub, das All-Inclusive-Plastikband ums Handgelenk, in auffälligem Neonorange. Wie ich mir beim Einseifen unter der Dusche mit der scharfen Kante des Bändchens versehentlich in die linke Brustwarze schnitt. Es blutete und tat höllisch weh. Viel schlimmer noch die Ohrfeige von Vater im Anschluss, weil ich nicht aufgepasst hatte. Und dann die Scham, als er die Schnittwunde versorgte. Nun hab dich nicht so. Die großen Chirurgenhände so grob dabei. Die Narbe noch heute zu sehen. Die 10 Stunden, die wir in Touristenrestaurants verbrachten. Vater, der sich immer eine unverschämt große Fleischplatte bestellte. Berge von Fleisch, Grillspieße, Steaks, Medaillons, manchmal auch gebratener Fisch, Garnelen, Muscheln, die er in sich hineinschaufelte. Übertrieben große Portionen, vielleicht, um mit den Kaugeräuschen die Stille zu übertünchen. Ich war eine schlechte Esserin. Wenn Geschimpfe nichts mehr brachte, mir partout nichts mehr reinzuzwängen war, opferte er sich. Ein Müllschlucker, der hastig, ohne groß zu kauen, mehrere Kilo in seinen aufgeblähten Wanst kippen kann. Lieber den Magen verrenken, als dem Wirt was schenken, sagte er und untermalte die Aussage mit einem liebevollen Klaps auf den kugelrunden Bauch. In seiner Knausrigkeit aß er stets alles auf, selbst wenn es ihm Tage danach noch schlecht davon ging. Nichts durfte übrig bleiben, nicht mal das Sablatblatt, das als Dekoration am Tellerrand drapiert, jeder Teller hatte blitzeblank zu sein.
Im Urlaub nahm Vater immer 10 Kilo zu. Wir saßen in diesen Restaurants und wunderten uns so manches Mal darüber, wie klein die Welt doch ist. Dieses eine Mal auf Ibiza. Wir gerade fertig mit dem Essen, die Teller blitzeblank, aber noch nicht abgeräumt. Da spazierte die OP-Schwester mit ihrem Lebensgefährten die Strandpromenade entlang, ganz dicht am Restaurant vorbei. Angehaltene Luft am Tisch, starr geweitete Mutteraugen, gefrorenes Lächeln im väterlichen Gesicht. Dann haben sie uns erkannt. Ein anderes Mal in Portugal als Mutter auf Oberarzt Mohn. In einem kleinen Shop, der bis unter die Decke mit Souvenirs und Luftmatratzen vollgestopft. Ich stehe vor dem Laden bei einem Sonnenbrillenaufsteller und setze die albernsten Modelle auf. Sehe durch olivfarbene Gläser, wie Vater in Deckung hechtet. Er springt hinter die Kaimauer, die die Strandpromenade begrenzt, während Mutter den Kollegen begrüßt. Sie hält eine aus Muscheln zusammengeklebte Schildkröte in den Händen. Die Schildkröte hat Wackelaugen. Die springen nervös auf und ab, während Mutter freimütig vom bisherigen Aufenthalt berichtet. Ich sehe sie an, die Schildkröte, ihre Wackelaugen, wie sie sich verdrehen, während Mutter berichtet und vom Mutter-Kind-Urlaub schwärmt. Vater noch immer hinter der Mauer versteckt. Ob es der letzte Urlaub wäre, wenn ich die beiden auffliegen ließe? Ich setze eine andere Sonnenbrille auf und schenke Oberarzt Mohn ein schiefes Lächeln. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Sie haben es schon selber gesagt oder angedeutet, ein Text, der um oder über Reisefreiheit geht, angesichts der Zustände, Umstände, in denen wir derzeit leben, plötzlich wieder so ein aktuelles Thema. Da zielt auch schon eine erste Frage im Netz darauf hin. Was empfinden Sie, wenn das freizügige Reisen durch die Pandemie eingeschränkt ist, mit Ihren Texten zum Reisen und Ihren Erfahrungen? Also tatsächlich, ist das jetzt so etwas, was so quasi durch die Hintertür wieder reinkommt, dass man merkt, plötzlich wird so ein Thema auf eine ganz andere Weise und ungeahnte Weise aktuell? Ja, schon. Also ich weiß nicht, ich wollte auch nächste Woche eigentlich ins Erzgebirge und wandern und jetzt geht's nicht. Aber das ist dann ganz schön, wenn man sich in Texte flüchten kann, die darum handeln oder selber Texte schreiben kann. So das Schreiben und Lesen ja auch eine Art von Reisen tatsächlich darstellen kann. Was können Sie uns noch über diesen Roman, der im Entstehen ist, verraten? Vor allem, wann wird er erscheinen? Puh, das weiß ich nicht. Da muss ich erstmal einen sehr guten Verlag finden. Genau, ich bin noch relativ am Anfang. Deswegen weiß ich gar nicht, was ich da so groß verraten sollte, ohne die Spannung zu nehmen. Es ist auf jeden Fall eine längere Erzählung, auch wieder aus einer Ich-Perspektive. Und ich nehme an, wahrscheinlich doch etwas darüber hinausgehender oder etwas weiterführender als lediglich Urlaubserinnerungen oder Erlebnisse, Erfahrungen. Aber Sie können, wollen, mögen noch nicht sehr viel mehr verraten? Naja, ich kann ja vielleicht so viel sagen. Also es wird aus der Ich-Perspektive geschrieben sein und es spielt unter anderem die Frage nach Weiblichkeit eine Rolle. Die Protagonistin wünscht sich nämlich keine Kinder zu haben und hat keinen Kinderwunsch. Und in dieser Auseinandersetzung mit dieser Sache hat sie halt immer wieder Rückerinnerungen an das eigene Großwerden, an die eigenen Elternrollen und versucht sich da in diesem Kosmos zu verorten. Dann sind wir gespannt und warten auf das Erscheinen des Romans und freuen uns auf einen Besuch, vor allem, wenn er dann erschienen ist. Clemens Meyer, im Gegensatz zu Josephine von Blütenstaub sind Sie ein Preisprofi. Brentano-Preis, Bremer. Ich bin ja auch älter, ja. Bin natürlich. Ich bin auch nicht so alt, ich bin 43, da ist man auch noch nicht so alt als Schriftsteller. Aber es hat auch ein paar Jahre natürlich gedauert, das erste Buch ist vor 14 Jahren erschienen. Ja.
Aber den Brentano-Preis, den Bremer Literaturpreis, vor allem den Preis der Leipziger Buchmesse, um drei wichtige zu nennen. Was bedeutet Ihnen der Klopstock-Preis, die wichtigste literarische Auszeichnung des Landes Sachsen-Anhalt? Naja, das ist natürlich schön, wenn man in dem Land oder in dem Bundesland ausgezeichnet wird, wo man geboren ist. Ich fühle mich zwar, muss ich auch hier in Halle sagen, als Leipziger, aber ich bin hier geboren, ich habe hier viel Zeit verbracht, die Großeltern waren hier, ich habe hier als Kind viel Zeit verbracht in Halle und damit auch in Sachsen-Anhalt und ich hatte Verwandtschaft bei Bitterfeld, in Radis wohnte der Großonkel Fredi und die Urgroßmutter, die weit über 90 geworden ist und andere Verwandte da direkt an den Tagebauen lebten, die. Und da kenne ich auch Bitterfeld noch, wie es aussah. Wie es mal war. Als Kindheitserinnerung, ja. Und das sind schon durchaus auch heimische Landschaften. Und Klopstock ist mir noch bekannt aus meiner Studienzeit am Deutschen Literaturinstitut. Da hat man den alten Meister, den alten Zuchtmeister, den man immer gern ein F reinschmuggelt in seinen Namen, und auch durchexerziert. Ja. Dabei hat er so schöne Gedichte über die Liebe geschrieben. Ja, ja, großartige Hymnen, ja. Und Oden und ein Meister auch des festen Versmaßes, aber auch schon durchaus modern in seinem ausufernden Gedichten und Poemen. Ja. Ich habe dann extra noch mal ein bisschen reingelesen, als wir dann in Quedlinburg waren, habe ich auch eine kleine Rede verfasst, und habe da ein paar Klopstock-Sätze und Zitate mit reingebaut. Und dann hat man schon gemerkt, das hat schon noch durchaus Bums. Ja. Es hat Bums. Aber man, wie das so ist, da gibt es dann auch andere, also es gibt, da hat dann auch so ein Messias geschrieben. Das sind hunderte Seiten, das Leben Jesu. Also unfassbar. Da fragt man sich dann, es wurde, glaube ich, auch vertont. Und also man denn das aufführen kann noch, also nicht das vertont, aber als Theaterstück, ja, also manches ist eben doch in seiner Zeit verhaftet, dann gibt es aber ein anderes Stück, wie hieß das, das spielt so zur Hermannsschlacht, das war interessant, also da ist einiges zu entdecken, also und die, da wurde ja auch von seinen Zeitgenossen oder die etwas nach ihm kamen, Goethe und Schiller, die waren alles große Klopstock-Bewunderer und es hieß immer über ihn, er wurde mehr gerühmt als gelesen. Ja. Das passiert Ihnen hoffentlich nicht. Ja, aber auch nicht so schlimm. Gerühmt werden ist auch schön. Gerühmt werden ist nicht schlecht. Wenn man die ganze Zeit die Seele gestreichelt bekommt, ist auch schön. Dann sagt man, naja, dann lesen eben ein paar Leute weniger, aber man wird gerühmt. Aber gerühmt und gelesen wäre noch besser. Sie haben auch einen neuen Text mitgebracht. Nacht im Bioskop. Ich darf es einmal kurz hochhalten. Dazu muss man sagen, also es ist eine Erzählung. In der Musik würde man, glaube ich, sagen, eine Single-Auskopplung. Es ist ein Teil einer größeren Erzählung, eines Romanes, von dem Sie auch schon sprachen. Eine aber in sich doch abgeschlossene Erzählung und Sie verlassen erzählerisch quasi ein bisschen das gewohnte Terrain. Es ist eine Erzählung, die während des Krieges in Novi Sad stattfindet. Aber vielleicht bevor wir darüber sprechen und auch was Sie zu diesem Erzählperspektivenwechsel und zu diesem Genrewechsel möglicherweise getrieben hat, würden wir auch gerne ein bisschen erstmal reinhören in den Text. Ja, das ist jetzt im August erschienen, im kleinen, aber feinen Faber und Faber Verlag in Leipzig. Und als ich das schrieb, wusste ich noch nicht, ob das möglicherweise ein Teil dieses großen Ganzen wird oder auch nicht. Ja. Und es ist im Prinzip, muss es ja auch als eigenständiger Text funktionieren, aber ich bin ja da eher der Anhänger von Döblin, der mal sinngemäß gesagt hat, wenn man einen Roman zerschneidet, dann müssen sich die einzelnen Teile bewegen, wie man einen Regenwurm soll. Also auch dieses Bild stimmt nicht ganz. Ja. Ich glaube, der Regenwurm ist tot, wenn man ihn zerschneidet. Ich lese mal so 10 Minuten maximal.
unterm Eis eines großen Flusses, der durch eine sehr alte Stadt in der südöstlichen Mitte der Welt floss, trieb eine junge Frau. Sie blieb an den Resten eines festgefrorenen Fischernetzes hängen und ihr blondes Haar fächerte sich weit um ihren Kopf und die Strömung des Flusses nahm ihr langes blondes Haar und bewegte es bis zu ihren Hüften. Und unterm brüchigen Eis des Flusses sah es so aus, als hätte sie Flügel oder als würde sie in fließender Bewegung gegen den Strom schwimmen. Die Stadt hieß Novi Sad und die Deutschen nannten sie Neusatz. Verschiedene Stämme siedelten seit jeher an den Ufern des Stroms und viele hundert Jahre bevor die junge Frau ihre blauen Lippen bewegte im eisigen Wasser, als wäre noch ein winziger Rest Leben in ihr, als würde sie beten unter dem Eis, das sich so dicht von Ufer zu Ufer erstreckte, dass die Soldaten mit Kanonen und Sprengladungen Löcher hineinschossen und sprengten, hatten die Osmanen die Stadt erobert. Im alten Defter der osmanischen Verwaltung, das zwei sozialistische Völkerkundler später in den Katakomben der Festung Petrovaradin aufstöberten, auf der Suche nach den Spuren der südslawischen Völker, die sie im Sinne des völkereinenden multiethnischen Sozialismus deuten oder uminterpretieren konnten, fanden sich Aufzeichnungen über die großen serbischen Familien, die von den osmanischen Besatzern geduldet wurden und in und um die Stadt herum lebten. Bist du nicht auch der Meinung, lieber Kollege? Genosse, dass vor allem die Habsburger die Frühform einer imperialistischen Besatzungsmacht in Novi Sad darstellten, in dem Sinne, dass die nach Unabhängigkeit strebenden, in gewisser Weise frühsozialistischen, südslawischen Völker, durchaus, Genosse. Und immer neue Namen erhielt die Stadt, nachdem die Osmanen verschwunden waren und die Habsburger herrschten, eine Zeit lang. Neoplanta, Ujvidek, Mlada Losa, lateinisch, ungarisch, bulgarisch. Aber im Winter 1942, im Januar, als der Strom langsam zuzufrieren begann und die blonde Frau noch am Bahnhof stand und nach Schwarzmarkthändlern Ausschau hielt an der Jelesnitschka Stanica, die in die Kälte dampfte und im matten Licht der Fenster und Eingangstüren die kommenden dunklen Tage und immer kälter werdenden Nächte erwartete, die drei Spitzdächer über dem flachen Gebäude schneebedeckt, schon jetzt ein wimmelndes Kommen und Gehen in der Schalterhalle auf dem Bahnhofsvorplatz, Menschen, Reisende, Suchende, Fliehende. Und hinter dem Bahnhofsgebäude zog der Dampf der Lokomotiven über die Gleise und die Bahnsteige. Schwarzer Dampf der Kohle und weißer Dampf des Wassers. Und weit über die Stanica in die Stadt und bis hoch zur Festung Petrovaradin. Auf der anderen Seite des Flusses schrillten die Pfiffe der Lokomotiven. Soldaten und Uniformierte der Gendarmerie zwischen den Menschen und die blonde Frau stand auf dem Bahnhofsvorplatz und hielt nach Schwarzmarkthändlern Ausschau, denn sie suchte eine ganz bestimmte Zigarettenmarke. Im Winter 1942 nannten die Einwohner, egal zu welchem Stamm sie gehörten, ihre Stadt nur bei ihrem serbischen Namen, Novi Sad. So beschrieben es die zwei jugoslawischen Völkerkundler viele Jahre später. Ein Akt der Solidarität unter den Völkern. Überall in Europa und der Welt war sie unter diesem Namen bekannt, obwohl die Ungarn, die mit den Deutschen verbündet waren, sie besetzt hielten. Es war ein harter Winter und Schnee und Eis legten sich über die Vojvodina und die Batschka und Novi Sad und ein Mann, der unbewegt unterhalb der Festung Petrovaradin stand und auf die schmale, noch eisfreie Fahrrinne in der Mitte des Flusses blickte, hörte mit geneigtem Kopf die fernen Signalpfiffe der Lokomotiven, die aus der Stadt und über den Strom zu ihm drangen und ihn an langgezogene Schreie erinnerten, und er wusste, dass dieser Winter Jahre dauern würde. Vielleicht. Der Mann kam aus wärmeren Gebieten und trug einen alten Pelzmantel aus grauschwarzem Wolfsfell. Er stand sehr still und scheinbar in Gedanken versunken. Und wenn ein Soldat ihn von der Festung aus beobachtet hätte, wäre er in seinem langen Stehen und Starren auf den zufrierenden Strom einem kahlen Baum oder Baumstamm nicht unähnlich gewesen. Als der Mann wenig später über die Brücke wieder Richtung Stadt geht, die Festung liegt dunkel hinter ihm in der beginnenden Abenddämmerung, Rekruten kehren den Schnee von den Dächern und Mauern und der Schnee fällt auf die kahlen Bäume unterhalb der Festung.
und zwei Soldaten ihn auf der Brücke anhalten, um seine Papiere zu kontrollieren. Der Mann ist sich zuerst nicht sicher. Sind das graue Soldaten da vor ihm oder die blauen der Gendarmerie? Selbst die Farben der Uniformen gefrieren in diesen kalten Tagen. Die Bajonette auf die Gewehre aufgepflanzt, warnen ihn die Soldaten, nachdem sie seine Papiere studiert haben und ihn dann neugierig anblicken. Sie haben sogar kurz die Hacken zusammengeschlagen, als wollten sie dem Mann salutieren. Gehen Sie nicht allein nach da draußen. Da draußen? Fragt der Mann. Er spricht Ungarisch wie die Soldaten, aber sehr langsam und mit einem starken Akzent. Der jüngere der beiden Soldaten, dessen dünner Schnurrbart wie aufgemalt wirkt über seinen gesprungenen, rissigen Lippen, weist mit dem Gewehr auf die Schneelandschaften jenseits des Flusses. Partisanen, Kommunistenschweine. Das Bajonett ragt wie ein sehr langer und spitzer Zeigefinger in die beginnende Nacht. Sie haben geschworen, jeden Ungarn, jeden Deutschen. Der Soldat hält kurz inne, er atmet heftig, sein Atem dampft. Und die, die mit uns verbündet sind, zu töten, zu ermorden, jeden. Der andere, deutlich ältere Soldat, mischt sich ein. Sie haben Flugblätter überall in der Gegend verbreitet. Sie haben ihre Flugblätter sogar auf die Toten genagelt. Auf die Toten genagelt? Fragt der Mann. Er hält seine Papiere immer noch in der Hand. Stempel, so viele Stempel, Kreuze, Zeichen, ein Schachbrett, eine Flamme, Pfeile darüber, wieder andere Stempel, Unterschriften, fremde Zeichen. Dann schiebt er sie unter seinen Pelzmantel. »Sie greifen uns an wie aus dem Nichts«, sagt der ältere Soldat. »Kürzlich haben diese serbischen Hunde einen Bunker an der Heerstraße Nummer...« Er stockt, blickt zu dem Mann, der den Kragen seines Pelzmantels, um den der alte Soldat ihn so sehr beneidet, hochschlägt und seinen Kopf in den Wolfspelz neigt, der die frostroten Wangen des Mannes berührt. Es ist, als würde der Strom, der unter ihnen gefriert, die Brücke mit seinem Frostatem noch einmal anhauchen, dampfen, bevor auch die schmale Fahrrinne immer schmaler wird und sich schließlich ganz schließt. Wie aus dem Nichts, wiederholt der alte Soldat und zieht sich die Feldmütze tiefer über die Ohren, das Holz in den gusseisernen Feuerkörben hinter ihnen, sollen sie erst zu Beginn der Dämmerung anzünden und der kleine Unterstand am Rand der Brücke bietet kaum Schutz. Sie kommen, schlagen zu, verschwinden. »Und wo? Haben Sie die Flugblätter auf die Toten genagelt?«, fragt der Mann. Er holt eine Schachtel Zigaretten aus dem dichten Pelz seines Mantels. Seine Hände zittern. Er kommt aus wärmeren Regionen, wo selbst die Winter mild sind. Und er hat Mühe, seinen Kopf ruhig zu halten, wenn die Kälte ihn immer wieder unter den Mantel und in die Glieder fährt, so dass seine Zähne aufeinander schlagen. Selbst auf die Verwundeten nageln sie ihre Hetzschriften, ruft der jüngere der beiden Soldaten, und das Bajonett auf seinem Gewehr, das er mit einer Hand am Schaft umklammert, bewegt sich silbermetallisch neben seinem Gesicht mit dem angemalten Schnurrbart hin und her. Sie sind wie die Tiere, diese Kommunisten. Seit Tagen lauern sie uns auf. Vielen Dank. Ich hatte es kurz angedeutet, Sie haben mit diesem Text nach den beiden großen Romanen, Als wir träumten, ein Roman über Jugend, nach dem großen Monolith im Stein, ein Roman über Sex und Gier, sozusagen Ihr erzählerisches Feld ein bisschen verlassen. Es ist eine Geschichte, die während des Krieges in Novi Sad stattfindet. Es thematisiert ein Massaker, das die ungarischen Soldaten an Serben und Juden verübt haben. Eine ganz schreckliche und furchtbare und grauenhafte Geschichte. Ganz simpel die Frage, wie haben Sie oder wie hat diese Geschichte Sie gefunden? Sie waren in Belgrad. Ja, auch, ja. Mehrfach, also. Und nicht sofort habe ich da. Aber ich war 2008 das erste Mal in Kroatien und fuhr da mit dem Bus rum. War eine Tour vom Goethe-Institut und im Sommer 2008. Und da kam mir so die Landschaft so bekannt vor. Und ich sage, was ist das? Sieht aus wie bei Karl May hier in den Filmen. Und natürlich, die wurden da gedreht. Die wurden da gedreht. Und da dachte ich, Mensch, das ist ja verrückt. Und dann fuhr ich, dann ein kroatischer Kollege war dabei und der erzählte mir, er war Kriegsberichterstatter in den 1990er
90er jugoslawischen Zerfallskriegen, Jito Popovic, und er erzählte dann, da, hier sind die Plitvice Seen, da gab es die ersten Gefechte im Jahr 1991, und dann fuhren wir am Velebit-Gebirge vorbei und sagte, da oben, da war die bosnische Front, und hier, und ich sage, Mensch, und da irgendwo wurden diese Kamai-Filme auch, das ist ja verrückt. Ja. Nur hat das hier noch, ist erstmal nichts damit, aber so begann das und uferte aus, wie das bei mir so ist. Und seitdem sitze ich da dran. Nicht seit 2008, aber da war der Keim. Und das miteinander zu verbinden, diese beiden verrückten Sachen. Da werden Filme gedreht, 1962. Schatz im Silbersee und weiter. Jugoslawische internationale Großproduktion, Pierre Pries, Lex Bacher. 30 Jahre später, fast aufs Jahr genau, Krieg. Geht man wieder zurück, wieder Krieg. Also, und immer noch irgendwie Karl May. Ja, denn hier in diesem Bioskop, beim Bioskop ist ein Kino, so heißen die Kinos in vielen ex-jugoslawischen Ländern noch, da läuft dann ich habe auch durch die Wüste. Erlebt, gelesen, es ist auch das serbische Wort für Kino. Bioskop, ja. Ja, ja, und dann nach den Brüdern Skladanowski, die die Bioskopie erfunden haben, ein frühes Kinoverfahren, was nicht so ganz richtig funktioniert hat, also doch schon, aber man konnte nur ganz kurze Filme immer zeigen. Man musste permanent also einen kurzen Film am anderen. Es hat sich nicht durchgesetzt, aber komischerweise heißen die Kinos in Serbien zumindest tatsächlich noch Bioskop. Ja. Es geht auch um ein Kino, aber vor allem ist dieser Text oder dieser Textausschnitt oder diese Erzählung vor allem extrem filmisch. Es sind dichte Bilder, überlagernde, hart aneinander geschnittene Bilder. Es wechseln die Erzählperspektiven, es sind Splitter, es sind verschiedene Blickwinkel. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein historischer Stoff tatsächlich auch eine vollkommen andere Herangehensweise erstmal erfordert. Die Anleihen an filmische Erzählungen auch bei schon bei anderen Texten durchaus schon sichtbar gewesen? Ist das tatsächlich ein bewusster Akt auch des Schreibens gewesen, es tatsächlich in dieser ja auch sehr schroffen, verdichteten filmischen Form zu erzählen? Naja, für mich kann eben Sprache sehr viel. Also ich glaube an eine permanente Verdichtung also von Sprache und also, dass man eine Szenerie auf eine bestimmte Art und Weise beschreibt oder anskizziert, dass sie immer plastischer wird, immer 3D wird, wie also eine kleine Schneekugel, in die man dann reinguckt. Und da kommt man natürlich schnell zum Film. Sprache erzeugt Bilder beim Lesen. Und wie macht man das? Ja? Und natürlich haben mich da filmische Mittel schon auch beeinflusst, die Überblendung, auch in den anderen Büchern schon. Eigentlich ist auch fast jedes Schreiben heutzutage ein historisches. In dem Augenblick, jetzt kann ich zum Beispiel, alle Romane, die vor 2020 sind, sind historische Romane wahrscheinlich. Als wir träumten, ist ein historischer Roman. Den habe ich 2006 veröffentlicht und der spielt 1984 das erste Kapitel chronologisch gesehen und andere dann bis in die 90er Jahre. Also es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich mache etwas vollkommen anderes. Man muss natürlich mehr recherchieren. Man muss recherchieren, man hat komischerweise mehr Freiheit, weil die Vergangenheit ein ungeheurer Raum ist. Je weiter man zurückgeht, umso mehr verbreitet sich das. Je näher man zurück ist, umso mehr kann man noch schauen und recherchieren. Je weiter zurück ist, umso bodenloser. Also kann ich das aber füllen. Aber ich muss es ein bisschen recherchieren. Es muss so eine Mischung aus einer Parallelwelt und einer genau recherchierten historischen Welt entstehen. Das gibt Freiheiten, aber es ergibt Schwierigkeiten. Es ist auch eine Frage im Netz, die gerade aufgetaucht ist. Welche Rolle spielt Kino für Sie? Wann im Netz? Jetzt eben gerade. Bitte? Jetzt eben gerade. Ja, ich habe hier so einen Laptop neben mir stehen. Ich schiel da immer mal drauf. Da werden
sozusagen in Echtzeit uns auch Fragen gestellt. Und ich versuche so die ein oder andere ein bisschen in unser Gespräch mit einfließen zu lassen. Und es tauchte tatsächlich die Frage auf, welche Rolle spielt Kino für Sie und ob sich das auch im Laufe der Jahre auch geändert hat, beziehungsweise auch im Vergleich von vor 30 Jahren, da waren Sie noch sehr jung, in der Zeit, oder im Vergleich zur Jetztzeit. Das Kino war früher besser. Früher konnte man in ein Kino gehen und es kamen irgendwelche Filme. Alte, neue Kinderfilme, Abenteuerfilme, wild durcheinander. Neues natürlich auch. Jetzt geht man in ein Kino und es kommt nur Mist. Es sei denn, man guckt, in welches Kino man geht. Das ist ein normales Kino, da kommen dann eben nur die neuen Sachen und dann sind sie wieder weg. So, Kino hatte früher auch noch mehr von Fernsehen, also von die Rolle, die Funktion des Fernsehens auch ausgefüllt. Und die Funktion des Fernsehens ist mittlerweile auch, ganz ist das alles anders, jetzt wird gestreamt. Also, ich vermisse die alten. Selbst wir streamen. Bitte? Selbst wir streamen heute Abend. Naja, gut, ist sowas anderes. Wir streamen live. Ja. Kino war anders, sagen Sie. Aber gleichwohl, es gibt ja auch in Leipzig, wo Sie leben, ja, gute Programme. Nein, die nehme ich ja ausdrücklich aus, als sowas. Aber auch da ist es nicht so. Also, natürlich kann man gucken, im Lindenfest laufen auch mal alte Filme. Also, hier gab es ein super Kino, das Kino 188. Da kamen viele schöne Filme. Gehst du viel ins Kino? Das müssen wir hier. Genau, wir müssen mal fragen, wie ist das für Sie? Spielt Film eigentlich eine Rolle für Sie als Erzählerin? Ja, total. Also jetzt ins Kino seit Corona auch eher weniger tatsächlich. Ich finde auch noch die Spinnerei gut. Also es gibt Suro-Kino. Schon auch, ja, es gibt genau, es in der Spinnerei. Es gibt schon so ein paar Kinos, wo sie auch so alte Schwarz-Weiß-Filme mit Pianistenbegleitung an der Musikhochschule machen sie das auch manchmal. Das ist ganz schön. Aber ich finde Kino, also beim Schreiben auch wichtig. Also ich versuche auch, ich würde gerne mal so Filme schreiben, dass man keinen Film mehr schauen braucht, wenn man das gelesen hat. Und das so ein bisschen in Bildern zu beschreiben. Ja. Aber ins Kino zurzeit finde ich eher schwierig. Bleibt eben dann doch nur der Stream. Aber was kann man als Autor vom Kino lernen? Gute Frage. Ich weiß nicht, vielleicht Geschichten zu erzählen mit wenigen Bildern und mit kleinen Details. So diese klassische Schreibregel Show Don't Tell, die ist halt im Film da, weil es da ja keinen Text gibt. Aber das, was an schauspielerischer Leistung dann auch fortgeführt wird, muss man irgendwie mit seinen Texten auch greifen können, ohne es halt zu platt werden zu lassen. Es fällt in Ihrem Text sehr deutlich und immer wieder auf, ich hatte ja kurz etwas zum Inhalt gesagt, aber diese Schrecken, um die es geht in dieser Erzählung, die auch in Bilder zu übersetzen. Und tatsächlich sind es sich überlagernde Bilder, sich geradezu auch überschlagende Bilder, ist sozusagen auch die Macht der Bilder, die man sprachlich erzeugen kann, eine Form des Schreckens, den man erzählt, überhaupt dieser Sache Herr zu werden? Ja, da bin ich eher bei Hitchcock, wo man es nicht richtig sieht. Also da denkt man ja mal, man sieht es, aber man sieht es eigentlich nicht. Du siehst nur das Wasser, was unter dem Duschvorhang rausfließt, das Rote. Du siehst die Hand mit dem Messer, aber du siehst nicht, wie es reingeht. Also es ist auch schwierig. Also man muss auch aufpassen, wenn ich mich zu eines Stoffes bediene, dann darf das nie voyeuristisch werden. Und es darf auch nie aus irgendeinem Selbstzweck heraus entstehen. Sowas geht schief. Also man kann fürchterlichsten Nazi-Kitsch produzieren oder so etwas. Ja. Da muss man sehr aufpassen. Wenn man sich auf so ein Terrain begibt, wo tatsächlich eben sowas passiert ist und man nicht irgendwie involviert war. Also muss man Brechungen sich ausdenken. Wie so Spiegel, mit dem man das macht. Hier ist es eben das Kino und die Macht der Bilder. Aber es gibt immer nur dieses Bild mit der Frau, die unterm Eis schwimmt. Und ansonsten ist es, also man sieht nicht wirklich diese
ich glaube, da, dass da mit Andeutungen mehr zu machen ist. Sonst wird es ja eine Pornografie oder sowas. Nicht gegen Pornografie, ja, aber das ist nun ein anderes Genre. Sie haben es auch vorhin schon angedeutet, als Sie über Ihre Reisen durch das ehemalige Jugoslawien haben, diese Kontinuität von Geschichte von den 60er Jahren an, die Karl-May-Filme, die 90er Jahre, in denen wir tatsächlich noch wie gebannt wie vorm Fernseher saßen und eher fassungslos miterlebt haben, dass mitten in Europa, wo wir uns immer so als ein Ort, eine Insel des Friedens wähnten, tatsächlich so etwas wie Krieg quasi vor unserer Haustür stattfinden. Und damit sind wir eigentlich schon wieder so mittendrin, auch in dem eigentlichen Thema 30 Jahre. Was ist eigentlich in diesen 30 Jahren passiert? Was ist mit uns passiert? Würden Sie das für sich auch ähnlich sehen? Also dass auch diese Erfahrung, dass in Europa, mitten in Europa, nicht so weit weg von hier plötzlich wieder ein Krieg aufflammt, dass das etwas ungeheuer Entscheidendes ist, auch für das Erleben dieser letzten 30 Jahre und durchaus auch nicht zu trennen ist mit dem Mauerfall von 89 und der Wiedervereinigung. Ja. Also, dass wir alle irgendwie auch geprägt sind davon. Ja, es gehört natürlich zu der geschichtlichen Abfolge dazu, was da passiert ist 1991 in Jugoslawien. Also plötzlich verlor dieser Staat seine geopolitische Wichtigkeit, die er hatte eben als blockfrei, ein Sozialismus, aber der Bruch mit Stalin, das Annähern wieder natürlich an die Sowjets, aber trotzdem war dieses Konstrukt da, aber es hat natürlich drin nicht funktioniert. Es ist unheimlich komplex, wie auch für mich die Geschichte von 89 gar nicht so einfach in ihrer jetzigen Folklore zu erzählen ist. Das geht ja schon 45 los. Also Geschichte ist nicht einfach. Geschichte ist nicht einfach. Es gibt einen sehr schönen Satz von Ihnen aus einem Interview, glaube ich, wo Sie sich gegen den Slogan Wende 2.0 wehren, von Teil der AfD zum Beispiel verwendet wird, indem Sie sagen, wir haben noch nicht mal die erste Wende tatsächlich bewältigt und wir sind noch mittendrin. Ist Wende für Sie tatsächlich so ein dauerhafter Prozess? Oder was wäre ein Ende der Wende? Ich weiß es nicht. Also ich bin Geschichtsfatalist und es kommt, wie es kommt. Ja, ich kann mit allen leben. Nicht wirklich, aber es ist so. Also da bin ich da wie bei Tolstoi, der in Krieg und Frieden, Mensch, das wird aber mächtig, ich lasse es. Nee, das muss ich ausführen. Da gibt es diesen General Budjoni. Nee, nicht Budjoni, das heißt, komme ich vollkommen durcheinander. Kutuzov war ein bisschen später. General Budjoni war die Reiterarmee, Isaac Babel. Kutuzov. Und die drängen ihn alle. Die Franzosen sind da, mach was. Und ach, ich muss schlafen, es wird sich alles von selbst erledigen. Sie werden zerfallen, das Heer, große französische Heer wird auseinanderfallen. Wir müssen nichts machen, das Schicksal wird es erledigen. Die hohen Kräfte werden eingreifen. Und tatsächlich, irgendwann brennt Moskau und die Franzosen sind weg und er hat überhaupt nichts gemacht. Und also diese Geschichts, ja, also so sehe ich mich eher als General Kutuzov. Er sagt, es wird schon alles irgendwie von alleine. Aber ist auch natürlich nicht ganz richtig. Ja. Gibt es eine historische Figur, der Sie sich nahe fühlen? Nein, ich glaube, ich bin meine eigene historische Figur. Also genau, ich bin nicht so der Fan von klugen Referenzen. Schau lieber, was jetzt um mich herum ist. Verstehe. In einem Vorgespräch haben Sie, das hat mich sehr überrascht, man darf das durchaus sagen, Sie sind so beneidenswert jung, Sie sind in den 90er Jahren geboren und Sie haben aber trotzdem von sich und über sich gesagt, Sie fühlen sich ostdeutsch, zumindest ostdeutsch zivilisiert. Das würde mich mehr interessieren, was von Ihnen
empfinden Sie als Ostdeutsch, außer der Frage des Geburtsortes oder da, wo die Eltern herkommen oder wo die Großeltern noch wohnen, was empfinden Sie als Ostdeutsch an sich? Also vielleicht empfinde ich nicht mich selber, also dass ich jetzt mich selber als Ostdeutsch sehe oder andere Menschen als Westdeutsch, aber es ist natürlich schon so, dass ich in einer Familie aufgewachsen bin, die aus Ostdeutschland kommt und damit auch eine gewisse Frustration nach der Wende mitbekommen habe oder damit aufgewachsen bin mit einer Enttäuschung in ein System, das es nicht mehr gibt und mit einer Enttäuschung in ein System, das neu aufgesetzt wird und vielleicht nicht für jede Person ideal verläuft. Also meine Großeltern sind auf dem Dorf zu DDR-Zeiten, die waren Lehrer und haben auf dem Dorf gelebt. Und da, meine Mutter hatte da eine relativ behütete Kindheit in diesem System und hat relativ wenig von den negativen Aspekten mitbekommen. Und für sie war die Wende ein krasser Umbruch. Und auch für meine Großeltern ist es heute immer noch so. Und genau, so ein bisschen mit dieser ostdeutschen Mekka-Mentalität bin ich groß geworden und ich glaube, das hat mich schon geprägt, auch wenn ich versuche, die selbst nicht an den Tag zu legen, ist es schon in meinem Bewusstsein. Clemens Mayer, es gibt so Autoren, also Ingo Schulze fällt mir da zum Beispiel immer ein, also immer wenn es darum geht, dass man so den Ostdeutschen respektive die Ostdeutsche, erklären soll, dann werden immer gerne auch Autoren, deren Bücher, deren Figuren hier so angesiedelt sind, zu Rate gezogen. Viele ihrer Figuren sind so auch eindeutig sozialisiert hier im Osten. Haben Sie Sorge, dass Sie irgendwann das Erbe von Ingo Schulze antreten müssen? Durchaus, ja. Nein. Nein, ich mag den Ingo Schulze tatsächlich. Ist er einer der wenigen Kollegen, mit denen ich auch mal ein Bier trinken kann. Ich weiß nicht, wie er das sieht. Aber nee, ich weiß ja. Ich glaube, er mag sehr Rotwein. Trinkt er Rotwein, ne? Ja. Da müssen wir beim Rotwein trinken gehen. Ja, müssen wir mit Ingo Schulze alle Rotwein trinken gehen, dann kommt schon alles wieder in Ordnung. Ja. Ingo macht's schon. Und er ist ja nun so 15 Jahre mindestens älter als ich, der Ingo Schulze. Also ich bin da in der Jahrgang 77 zur Wiedervereinigung 13 Jahre alt gewesen, in einer ganz anderen schriftstellerischen Position. Also wenn ich was über die DDR schreiben kann, dann sind es nur Kindheitserinnerungen. Ja. Oder man recherchiert und natürlich kann ich jederzeit ein Buch dort ansiedeln, weil man als Schriftsteller natürlich können muss und aus diesem Raum ja irgendwo auch kommt. Man hat ja auch die Prägung dann durch die Eltern, die eben ihr halbes Leben in diesem Land verbracht haben, bevor es verschwand. Und das Geheimnis ist ja, dass man die Geschichten universal machen muss. Und das versucht Ingo Schulze genauso wie ich und wie du und wie jeder andere Schriftsteller, ob Westdeutsch oder Ostdeutsch, eine Spezifik zu finden. Natürlich erzähle ich spezifisch, gerade auch in Als wir träumten, ostdeutsche Geschichten. Und natürlich spielt auch im Stein in einer Stadt, die eine Art Hybrid aus Halle und Leipzig ist und kann auch nur dort spielen. Aber auf diesem Boden versucht man dann ja was zu erzählen, was da weit darüber hinausgeht. Ich habe immer beim Schreiben zum Beispiel von Als wir träumten mir vorgestellt, wie wäre das, wenn, so vermessen ist man, das Buch jemand in 20, 30, 40, 50 Jahren, mit dem man mehr, findet und da drin liest, versteht er es. Ja, meine Ambition war, dass er es versteht, dass er vielleicht auf ein paar Chiffren trifft, die ihn verwundern. Ich sage, was ist das? Was bedeutet das, die Zeit vor der großen Wende und nach der großen Wende, so nennen die Protagonisten es nämlich. Aber Bücher müssen funktionieren, ohne dass man Geschichtsbücher zur Hand nimmt. Literatur ist, glaube ich, sogar, das sind ja viele der Meinung, die bessere. Nicht die bessere, aber eine. Wenn ich was über eine Zeit erfahren will, dann, wenn ich was über das 19. Jahrhundert in Frankreich erfahren will oder Mitte 19., dann lese ich Balzac. Ganz klar. Oder Stendhal oder sowas. Würden Sie trotzdem sagen, Sie sind ein ostdeutsch geprägter Autor oder dieses Etikett ein ostdeutscher Autor oder lehnen Sie das komplett für sich ab? Also ein bisschen haben Sie es, glaube ich, eben schon beantwortet, Geschichten müssen universal funktionieren. Ja.
Ich weiß es nicht, das müssen andere entscheiden. Mir auch eigentlich egal. Weil viele beschreiben Sie ja auch, auch so in einer Tradition, in einer Erzähltradition, Bezug auf Hilbig zum Beispiel. Ich war sehr interessiert, als ich irgendwo auch gelesen habe, auch Sie können auch mit bestimmten Teilen und Sätzen oder Passagen von Erik Neutsch durchaus etwas anfangen. Manches, sehen Sie, ja. Sehen Sie sich in so einer Tradition oder sagen Sie, nö, da gehört bei Sack Tolstoi, da gehören die mindestens genauso auch dazu? Gehören Sie auch dazu, aber es interessiert mich. Ich habe mir in den Kopf gesetzt, dass ich vielleicht irgendwann mal, man möge es mir verzeihen, derjenige bin, der die gelesen hat und ihr Werk kennt und studiert hat und es für die Nachwelt auch rüberbringt. Also ich sehe mich da eher auch in der Dienerschaft, und weil viele zu Unrecht auch vergessen werden einfach. Und jetzt ist der Werner Heidetscheck gestorben, Tod am Meer, das ist für mich einer der großen Romane nach 45. Das muss bewahrt werden. Kaum noch jemand. Wenig, ja. Also sehe ich mich da auch natürlich in der Tradition. Aber lese die aber auch mit einem Literatur, will ich nicht sagen wissenschaftlich, weil ich kein Wissenschaftler bin, aber mit einem Interesse an der Literatur. Wie haben es die gemacht? Und dann staunt man, und Neutsch ist sicher nicht einer meiner Favoriten, aber es gibt in Spur der Steine grandiose Passage. Dann gibt es andere, gerade wenn er mit Frauen da war, hat er kein glückliches Händchen gehabt, also in der Literatur. Aber die, da gibt es grandiose Passagen, ja, wo man sagt, und das kann man lesen noch. Und oder der auch in Halle hier gestorben ist, der Werner Breunig, also der in dem Rummelplatz, das sind großartige Passagen. Und da fühle ich mich ein bisschen in der Pflicht, ja, und zu sagen, dass da, wie toll die sind. Also geht es tatsächlich auch so, Frage an Sie beide, eher so Ostdeutsch als so einen Erfahrungsraum, und was sozusagen daraus wird, muss eine universale Gültigkeit oder einfach etwas über diesen Erfahrungsraum hinausgehendes sein. Ja, klingt gut. Ja, wobei man natürlich auch immer aufpassen muss. Erstmal muss man eine Geschichte klein erzählen, bevor man sie groß machen kann. Also bloß nicht irgendwie zu viel schon und sagen, ja, ich will universal erzählen. Und dann wird es nicht, dann kannst du Meyers Universallexikon schreiben. Aber erstmal klein die Geschichte anfangen. Und das wird alles dann schon von alleine, wenn man behutsam an rumbastelt und dran baut. Man kann natürlich nicht mit den Impetus in die Sache reingehen, ich schreibe es hier, Weltliteratur. Dann wird es nichts. Ja. Rückblick heißt auch immer ein bisschen Ausblick. Wir haben erfahren, es wird einen Roman geben. Wir wissen noch nicht genau wann. Wir wissen auch noch nicht so viel darüber. Wie steht es mit der Masterarbeit? Die ist mittlerweile, Lockdown sei Dank, abgegeben und benotet. Und jetzt zu welchem Thema, wenn ich fragen darf? Zu Poetry Slam Workshops. Ich habe genau darüber geschrieben, was eine professionelle Workshopleitung auszeichnet, weil ich selbst auch Kreativ- und Schreibworkshops gebe und mich damit auseinandergesetzt. Das Studium ist jetzt abgeschlossen. Ich bin jetzt eine richtige Autorin und bestreite meinen Lebensunterhalt mit solchen Abenden wie diesen. Das wird ein hartes Brot, kann ich jetzt schon sagen. Ja, aber vielleicht, wenn man Glück hat und wenn man Talent hat, wenn man, ja, braucht man eigentlich sehr viel Glück im Literaturbetrieb. Ja, natürlich auch. Den richtigen Verlag, ja, das aber richtige es, Erscheinungsdatum. Ich meine, das ist wirklich nicht larmoyant oder so. Es fällt uns Autoren, und damit schließe ich dich ein, allen schwer, irgendwie über die Runden zu kommen. Literatur ist nicht mehr das, was sie mal war. Also, und so umso schöner freut man sich, wenn man dann hier doch noch hier ist und die Leute, Kupferleute kommen und man über Literatur reden kann. Wir können ja nichts anderes. Es ist ja das ganze Elend. Apropos, nichts ist mehr, wie es war. Auch eine Frage im Netz zielt darauf ab. Eigentlich findet ja dieser Tage, nein, finden nicht eigentlich, tatsächlich findet sie statt, die Buchmesse in Frankfurt. Nur kriegt es leider keiner so richtig mit, beziehungsweise es findet alles online statt. Wären Sie gerne dort gewesen, jetzt in diesen Tagen, auch der schönen Empfänge wegen? Das ist ja mal der große Unterschied zu Leipzig. Ja,
Also ich war nur ein einziges Mal auf der Frankfurter Buchmesse mit dem Stein. Sonst habe ich immer tunlichst darauf geachtet, dass die Bücher im Frühjahr erschienen sind und ich da nicht hin muss. Also Sie vermissen die Messe nicht so wahnsinnig? Nee, ich mag Frankfurt schon, aber warst du mal auf der Frankfurter Buchmesse? Nee, bei mir ist ähnlich. Also ich wollte auch unbedingt, dass Mainz zur Leipziger Buchmesse erscheint. Und ich war noch nie bei der Frankfurter. Das hat mich nur so mittelmäßig interessiert. Da habe ich dann in diesem einen Punkt dann doch Lokalpatriotismus und freue mich auf die Leipziger Buchmesse. Die ja nun auch verschoben ist und im schönen Monat Mai stattfindet, hoffen wir, dass die Umstände bis dahin zumindest so sind, dass es auch sich mal wieder nach einer richtigen Buchmesse anfühlt. Wir sind aufgrund der Kürze der Zeit, ich muss immer mal auf die Uhr schauen, gucke hier auch noch auf den Laptop. Es gibt tatsächlich noch viele Fragen, die uns ein wenig auch jetzt vielleicht ab vom Thema führen würden. Ich hatte mit Ihnen gesprochen und wir hatten nach einem guten Abschluss für diesen Abend, der sozusagen in Stellvertretung eines Abends in Brüssel, nochmal mein Beileid, dass das nicht zustande gekommen ist, hätte stattfinden sollen. Und weil es um das Thema 30 Jahre deutsche Einheit geht, hatten wir besprochen, dass Clemens Mayer zum Abschluss nochmal einen Ausschnitt aus »Als wir träumten« liest. Wir machen das aber anders, weil das mir nicht gefällt, dass hier auch noch eine Kollegin ist und dann lese ich es zum Schluss. Das ist mir immer unangenehm. Ich lese eine halbe Seite und du schlägst hier das Buch auf und liest auch dann einfach dran. Wir machen jetzt eine Montage. Ja. Egal was, ja, einfach dran. Sozusagen hier, das spielt 1990, was ich jetzt lese, lese ich eine halbe Seite und dann so liest du eine halbe Seite aus der Gegenwart. Und so kommen wir doch alle irgendwie gut auseinander und zusammen. Ja, ich lese die erste Dreiviertelseite von dem ersten Kapitel von Als wir träumten, Kinderspiele. Ich kenne einen Kinderreim. Ich summe ihn vor mich hin, wenn alles anfängt, in meinem Kopf verrückt zu spielen. Ich glaube, wir haben ihn gesungen, wenn wir auf Kreidevierecken herumsprangen, aber vielleicht habe ich ihn mir selbst ausgedacht oder nur geträumt. Manchmal bewege ich die Lippen und spreche ihn stumm. Manchmal fange ich einfach an zu summen und merke es nicht mal, weil die Erinnerungen in meinem Kopf tanzen. Nein, nicht irgendwelche, die an die Zeit nach der großen Wende. Die Jahre, in denen wir Kontakt aufnahmen. Kontakt zu den bunten Autos und zu Holsten Pilsner und Jägermeister. Wir waren um die 15 damals und Holsten Pilsner war zu herb und so soffen wir meistens nationalbewusst. Leipziger Premium Pils. Das war auch preiswerter, denn wir bezogen es direkt vom Hof der Brauerei, meistens nachts. Die Leipziger Premium Pilsner Brauerei war der Mittelpunkt unseres Viertels und unseres Lebens. Der Ursprung durchsoffener Nächte auf dem Vorstadtfriedhof, endloser Zerstörungsorgien und Tänze auf Autodächern während der Bockbier-Saison. Kann man schon mal klatschen? Ja, große Umschweife soll ich anschließen. Mein Text heißt Josephine Telefon. Da wird Josephine mit F geschrieben. Das ist nochmal wichtig zu sagen, weil ich werde mit PH geschrieben und es geht hier nicht um mich in diesem Text. Eine rauchende Katze sitzt auf meinem Fensterbrett. Ich wohne im Erdgeschoss. Der Gehweg davor ist schmal. Die Autos parken dicht. Fußgänger gehen ganz nah am Fensterbrett vorbei. Die Katze bemerken sie nicht. Es ist schon weit nach Mitternacht und sie sitzt noch immer da, raucht und trinkt Rotwein. In der Nachbarschaft bellen Hunde, doch daran stört sie sich nicht. Hier bellen die Hunde oft. Die Katze heißt Josephine Telefon. Sie trinkt selten Wasser. Weil im Nassfutter so viel Flüssigkeit ist, sagen die Besitzer. Sie wohnen im Haus gegenüber. Dass ihre Katze meinen Rotwein trinkt, wissen sie nicht. Nachts, wenn sie schlafen, kommt Josephine über die Straße gehuscht und springt auf mein Fensterbrett. Ich lese sie oft aus den Büchern vor. Chalef, Eribon, Oster. Kalecko und Stokowski sind auf der Auswechselbank. Feministische Lektüre findet die Katze anstrengend. Wenn sie sich anstrengen muss, trinkt sie mehr Rotwein und dann bleibt weniger für mich. Die Katze ist eigentlich ein kastrierter Kater. Wenn ich ihr etwas vorlese, schaut sie ganz verzückt in den Nachthimmel,
nippt an ihrem Glas und pafft Zigarette. Manchmal sieht es aus, als würde sie auf etwas warten. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, vor allem vielen Dank für den Vorschlag. So haben wir auf ganz elegante Weise einen Bogen über 30 Jahre von den biertrinkenden Jugendlichen des Jahres 1990 zur rotweintrinkenden Katze der Gegenwart. Von vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch, Josephine von Blütenstaub. Vielen Dank, Clemens Meyer. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ein Hinweis für die Besucher der Veranstaltung heute. Die Buchhandlung Jacobi und Müller ist mit einigen Exemplaren von Clemens Meyers neuestem Werk da. Das Buch von Josephine von Blütenstaub ist beim Verlag vergriffen und wird nachgedruckt. Drei Bücher hat sie noch dabei. Eine Information für alle Zuschauer natürlich außerhalb dieser Räumlichkeiten von minderem Interesse. Trotzdem, vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass Sie an dieser ersten Hybridveranstaltung teilgenommen haben. Und ja, hoffentlich auf bald mit neuen Romanen. Danke. Applaus